Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für Semmelknödel mit Spinat. Also der Spinat ist in den Semmelknödel drin und das wird dann auf einem Cocktail-Tomaten-Ragout angerichtet. Ja, ich mache es im Thermomix, aber wie immer, muss natürlich nicht sein. Das ist hier 250 Gramm Blattspinat in Creme Fraiche, also oder mit Creme Fraiche. Aber das kann man natürlich, also das ist jetzt schon, dass das mal Blattspinat war, sieht man jetzt eigentlich nicht. Ja. Naja, gut. Es wird sowieso gleich alles vermengt, deswegen ist es dann auch schon fast egal. Ja, ich fange erstmal an mit einer Schalotte und einer Knoblauchzehe. Ich hätte das jetzt vielleicht gar nicht mal im Thermomix gemacht, weil ich das jetzt in der Pfanne auch angebraten hätte, weil ich muss sowieso gleich die Pfanne rausholen für das Tomatenragout. Aber da ich ja sowieso gleich diese Semmelknödel dampfgare, also im Varoma, habe ich gedacht, ach, dann kann ich es jetzt auch gleich ganz da drin machen. Ja, also eine Schalotte und eine Knoblauchzehe. Und das wird für 5 Sekunden, also die Standard 5 Sekunden, wobei ich immer viel zu schwungvoll das einstelle, auf 5 zerkleinern. Es kommt hinzu 10 Gramm Olivenöl und die 250 Gramm des Spinatsöl. Und das dünste ich jetzt schon mal an, also die Zwiebeln, Knoblauch und diesen Spinat. Und zwar für 8 Minuten auf 98 Grad und auf Stufe 2. Und die Zeit nutze ich und schneide mir hier schon mal die Brötchen in grobe Stücke. Also nicht zu klein. Ich vermenge das ja gleich noch mit dem Spinat, also deswegen nicht zu klein. Aber ich sag mal so, die Scheiben gedrittelt ungefähr. Die 8 Minuten sind rum und das ist natürlich sowieso schon grundsätzlich keine Riesenmenge, aber schon sehr flüssig. Und deswegen, ich hatte mir extra hier noch Milch hingestellt. Es hätte also sein können, dass ich die Milch auch noch reingetan hätte, aber das ist so flüssig, da braucht es wirklich keine Milch. Ja, jetzt wird das erstmal hier vermengt. Deckel ist drauf und ich mache das jetzt für 30 Sekunden auf Linkslauf. Weil ich will jetzt nicht, dass es so ganz püriert wird. Also auf Linkslauf und auf Stufe 1,5. Und höre jetzt erstmal. Also, wie gesagt, es soll vermengt werden, aber nicht so ganz zermatscht. Und da kann ich sagen, 15 Sekunden hat da vollkommen gereicht. Gut, dass ich da schnell geguckt habe. Also, das hat vollkommen gereicht. Und da bin ich mir auch ganz sicher, keine Milch hinzuzutun. Also, das reicht so. Ja, da kommt jetzt noch Salz und Pfeffer dran. Und ich gebe mir das in eine Schüssel, weil das jetzt so ein bisschen auch noch kühler werden soll. Es kommt nämlich jetzt gleich noch das Ei zur Bindung da dran. Und das wäre mir jetzt zu heiß. Nicht, dass das sofort sonst so stockt. Ja, und nochmal gesagt, also so wie man es eigentlich kennt, dass man es in Milch einweicht und dann so ausdrückt, das mache ich absichtlich nicht. Das wäre mir nämlich zu nass geworden dann. Ja, also nochmal gut vermengt. Und ja, ich stelle mir das jetzt für 5 Minuten raus auf den Balkon. In der Zeit kann es jetzt so weit abkühlen, dass da jetzt gleich noch mein Ei dazu kommt und dann kann das geformt werden. Aber das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu heiß. Es sind ungefähr 10 Minuten rum. Jetzt kommt das Ei noch hinzu. Ich gehe mir eben schon auch mal die Hände waschen, weil wenn ich hier Ei angefasst habe, weil jetzt gehe ich gleich da durch. Meine Hände sind sauber, aber jetzt habe ich das Ei angefasst und ich hatte ja schon mal eine schlimme Ei-Geschichte in meinem Leben. Das ist erledigt. Ja, und das wird jetzt noch durchgemengt. Und das mache ich mir zu kleinen Bällchen
also zu den Semmelknödeln. Gut gedrückt. Und bestenfalls natürlich in so ziemlich gleicher Größe, damit ja auch der Garpunkt dann der gleiche ist. In den Thermomix habe ich schon reingegeben 1 Liter warmes Wasser, also aus dem Hahn, es war gerade warm, deswegen dann geht das ja auch gleich schneller. Und dann wird es jetzt gleich einfach im Varoma gegart. Ja, bei mir werden das 9 Stück. Das trifft sich auch gut. Wir essen heute zu dritt und so bekommt jeder 3 Stück. Ja, gut. Es ist keine Riesenmenge, das muss ich schon auch sagen. So, man denkt, das wäre es jetzt schon, aber da verstecke ich doch jetzt in jedem Knödel nochmal einen kleinen Brocken Bergkäse. Also nochmal ein kleines Loch reingebohrt und diesen kleinen Bergkäse drin versteckt. Und nochmal wieder zugedrückt. Also einfach in der Hand nehmen. Hier, habe ich noch von den Feiertagen noch so gewürfelten Käse und den gebe ich in jeden in die Mitte rein. So. Und es ist genug Platz da, deswegen lege ich die schön auseinander. Da brauche ich nicht mal hier meinen Kamin, den ich ja auch habe, extra für den Varoma. Es ist ja jetzt nicht so die Riesenmenge. Also wenn man die doppelte Menge macht, ja gut, dann würde ich diesen Dampfkamin da auch benutzen für den Varoma. Aber bei mir ist das jetzt nicht notwendig. Bei 9, die passen da wirklich noch gut rein. Das ist also auch erledigt. Und die kommen jetzt, ja, es passt. Und zwar für 30 Minuten bei Varoma unten auf 1. Dürfen die jetzt Dampf garen. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt meinen Cocktail-Tomaten-Ragout, sag ich mal. Oder geschmorte Tomaten, könnte man auch sagen. Bei mir sind das insgesamt 900 Gramm. Ich hatte einen 500 Gramm Becher und noch einmal 400 Gramm von den bunten. Also mehr rot als jetzt bunt, aber ja, so ist es auch ein bisschen was fürs Auge. So, erstmal hier noch die Reste vom Spinat entfernen. Und dann geht's hier los mit den Tomaten. Und nun kann's losgehen mit dem Tomaten-Ragout. Ja, da nehme ich schon so 3 Esslöffel Olivenöl. Ich habe 4 Schalotten. Die viertel ich auch einfach nur. Also, die 4 Schalotten werden einfach nur kurz ein bisschen angedünstet. Und jetzt kommen auch schon die gewaschenen. Oh, gefährlich. Jetzt kommen auch schon direkt die Tomaten hinzu. Und wie gesagt, 900 Gramm. Ich halbiere die auch nicht oder so. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also einige platzen davon sowieso auf. Und wenn die aber noch so flüssiger sind, finde ich nicht schlimm. Das gefällt mir. Ja, 2 Zehen Knoblauch. Auch gleich mit unterrühren. Also so ein Tomaten, also Cocktail-Tomaten-Ragout habe ich ja schon mal mit Burrata aufgemacht. Aber das war so lecker, deswegen da habe ich gedacht, das passt super zu diesen Semmelknödeln. Und das wird jetzt auch schon mal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und nach dem ersten scharfen Anbraten bei höherer Temperatur gehe ich da jetzt auch wieder etwas runter. Nicht, dass das hier verkokelt. Und wie immer bei Tomate kommt dann noch ungefähr 1 Teelöffel Zucker. Ich habe hier scharfes Tomatenmark und davon gebe ich, ja, das sind sicherlich 2 bis 3 Esslöffel des Tomatenmarks. Also ich würde sagen, das war wieder ungefähr 1/3 der Tube. Das gebe ich auch noch direkt, dass es hier ein bisschen anrösten kann, dass es die Säure ein bisschen verliert. Und deswegen auch nicht zu viel
Pfeffer, weil dieses scharfe Tomatenmark ist nämlich richtig feurig. Also wenn ihr normales Tomatenmark nehmt, dann natürlich ja, kann das ein bisschen mehr gewürzt werden. Und hinzu kommt jetzt noch, ja, das sind 100 Milliliter Wasser und zur Würze noch ja, ein Teelöffel Brühpulver. Und das darf jetzt einfach vor sich hin köcheln, bei mittlerer Hitze, immer mal wieder durchgerührt, bis nämlich hier, also hier sind noch 17 Minuten auf der Uhr, das Thermomix. Ich kann hier nochmal ein bisschen höher gehen, dass es auch wirklich schön vor sich hin schmort. Und dann ist es schon fertig. Also so einfach, so schnell und ja, wenn man jetzt natürlich nur eins machen will, also man könnte natürlich auch die Knödel einfach mit einer anderen Soße oder einem anderen Gemüse machen oder als Beilage. Ja, man könnte natürlich auch Nudeln oder Reis dazu essen. Also beide Sachen könnte man auch einzeln verwenden. Aber ich finde gerade die Kombination richtig gut. Hier noch eine Viertelstunde und dann ist hier schon alles fertig. Und jetzt kann probiert werden. Also zwei Drittel des Rezepts habe ich natürlich schon, also bis nach des fertigen Gerichts habe ich schon weggebracht. Und jetzt geht es hier an meine Portion. Also die Bällchen sind auch wirklich richtig gut in Form geblieben. Ja, und jetzt, ich probiere es erstmal so, einfach nur mit ein bisschen Soße. Weil hier ist jetzt nicht so viel Würze drin gewesen, die Würze ist ja mehr an der Soße. Das ist also wirklich richtig, richtig gut. Also ich mag auch gerne so Semmelknödel aus der Tüte, das muss ich ganz offen zugeben. Aber das ist doch um einiges, einiges besser. Und dann mit den Tomaten. Ich finde es total lecker. Aber mit der Schärfe kann man natürlich variieren. Wenn man jetzt nicht dieses scharfe Tomatenmark nimmt, ja. Und das ist so saftig. Und ja, mit dem Käse. Ja, von mir aus hätte noch ein bisschen mehr Käse dran sein können, aber das hätte einfach nicht reingepasst in einzelnen Knödel hier. Also, ich kann nur empfehlen. Also, gerade wenn man vielleicht auch irgendwie noch alte Brötchen hat oder so. Super Verwendung. Oder Weißbrot. Also, ich glaube, jetzt so anderes Brot, ja, würde vielleicht auch gehen, aber das wird, glaube ich, mehr so matschiger. Und hier ist das schon. Man merkt die einzelnen Brötchenstücken noch. Also, ich bin total zufrieden. Aber ich würde sagen, bei ja für zwei Personen gerade richtig als Hauptmahlzeit, als Beilage schon für vier Personen, ja. Aber jetzt, ich weiß, ich hätte, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr davon gehabt. Ja, aber ich habe ja genau geteilt. Jeder drei von den Knödeln und dazu von der Soße. Ja, man muss auch nicht mal so verfressen sein, ja. Ich esse ja immer so lange, wie da ist, ne? Also ist das eigentlich die beste Diät, wenn man es so eingeteilt bekommt. Ja, also, ich kann es euch aufschreiben, kann es euch total empfehlen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!